Aha. Hallo? Taschenlampe? Habe ich noch? Wo bin ich? Wo bin ich? Und was ist gerade passiert? Also, falls ich es jetzt nicht herausfinde, sagt mir das mal bitte. Schreibt mir das bitte, bitte in die Kommentare. Ach, ich glaube, wir sind hier, wo wir eben die Zettel eingesammelt haben, nur halt am Tag. Weil hier hängt doch auch ein Zettel dran, oder? War das nicht so? Aber warum? Warum? Was wollt ihr von mir? Was ist passiert? Was? Jagt er mich jetzt auch am Tag? Na klar, ein Tunnel. Nee. Lass mich ruhen, da will ich nicht rein. Zettel. Scheint unwichtig zu sein. Das ist alles sehr verwirrend. Habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft? Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Und hier ist schon wieder. Ist Charlie vielleicht Slender? Nur mal so in den Raum geschmissen. Oh, Leute. Ich will spielen und nicht lesen. Was hängt denn da alles? Noch mehr Leselektüre. Ach nee, das ist ein Fenster. Na gut, dann müssen wir wohl mal hier reingehen. Ich bin hier mal gespannt. Taschenlampe ist an. Ja, ihr könnt mir auch mal auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob das jetzt richtig war, dass Slender mich da gekriegt hat oder nicht, weil es war komisch. Kam ja seltsam vor. Ich gehe wieder raus. Das ist mir ja nichts. Was zum Teufel? Das ist so der richtige Ort für eine Zombie-Apokalypse. Nein. Falscher Knopf. Jedes Mal. Jedes Mal. Was gibt's hier? Hier ist auch noch eine Tür. Pfeile. Das heißt, da darf man nicht lang. Kein Zettel, hier ist ein Zettel. Land verkauft. Wer ist denn dieser Cool Man? Ist hier hinten noch irgendwas von Bedeutung? Nö, einfach nur Kisten. Straßensperren und Fässer. So, und das Spiel möchte, dass wir jetzt hier lang gehen. Und zwar sehr, sehr eindeutig möchte das Spiel das. Hier auch. Und überall und Leute, Leute, Leute. Und überall stehen diese Warnungen. Ich soll zum Sendeturm gehen, steht da an der Wand. Also steht zwar nur da zum Turm, aber ich nehme mal sehr stark an, dass die den Sendeturm meinen. Die Tür geht natürlich nicht auf. Warum? Sollte sie auf? So, könnt ihr sie hochfahren? Dort doch, ich kann hier hochfahren. Na, der Fahrstuhl ist ungepowert. Der Fahrstuhl hat keinen Strom. Dann werden wir hier mal ein bisschen Strom geben. Jetzt gehen die Türen da hinten auf und es kommen ganz viele Zombies da raus. Ich soll hier rausgehen? Nein. Ach, was hier alles rumsteht. Oh Junge, ich hasse solche blöden labyrinthartigen
Ich hasse es einfach. Achso, toll. Ist einmal im Kreis gelaufen. Kann ich jetzt? Also die Rolltore sind alle offen. Ich weiß nicht, was ich hier. Oh! Schaut mal auf meine Batterie, was ist denn das? Ich will vielleicht doch mal mit die Steuerung nochmal umändern sollen, verdammt. Ich habe keine Ahnung, was. Nein, 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 nein. Was nein. Könntet ihr auch mal richtige Nachrichten dahin schreiben und nicht immer so irgendwas dahin flaggen? Da geht's nach oben. Wir gehen mal nach oben und ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da kann es auch lang gehen. Ich weiß es nicht. So, wir sind oben. Wir laufen mal oben weiter. Und wir können noch eins mal oben. Sehr schön. Meine Güte. Jetzt können wir die Taschenlampe ausmachen. Obwohl es etwas bedrohlich ist, muss ich sagen, so ohne Taschenlampe. Und man sieht gar nichts. Und keiner weiß, wo es hingeht. Wo geht's denn hier hin? Leute. Es wäre mal hilfreich zu wissen, wo ich hin muss oder was jetzt eigentlich hier los ist. Da steht wieder No, No, No. Ja, aber was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Keinerlei Hinweise. Nichts. Hier geht es wieder eine Etage höher. Ich finde hier aber auch keine extra Taschenlampe oder Batterien oder irgendetwas. So, wir sind in den Elevator. Sind wir gegangen. Dann sind wir nach oben gefahren. Ja, toll. Das bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter. Ja, geh zum Turm. Das würde ich gerne tun. Ich laufe jetzt einfach mal nach hinten. Wir gehen hier nach unten. Keine Zettel, kein Nichts. Toll, hier ist zu. Hier ist komplett zu. Und überall steht Coolman drauf. Was soll ich machen? Ernsthaft, ich habe null Ahnung. Ich habe echt absolut keine Ahnung, was ich hier tun soll. So macht das aber keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Wenn ich nicht weiß, wohin, dann ist das blöd. Hier geht's wieder nach oben. Aha. Irgendwas habe ich aktiviert. Aber das Spiel lässt einen echt komplett im Dunkeln. Da hinten ist noch ein
Ich lasse jetzt mal die Geräusche Geräusche sein. Oder. Nee, fuck, ich glaube, Slender verfolgt mich dann hier drinnen, oder? Kann das sein? Also die Musik finde ich nicht gut. Muss ich jetzt hier 8 Generatoren anschmeißen oder was? Ja, der nächste. Ich glaube ja. Generator. Was? Was ist hier los? Der Gabelstapler, den brauchen wir nicht. Was bist denn du? Hallo? Was ist das? Warum hat es mich verfolgt und gerade angegriffen? Ich verstehe es nicht. Soll ich dem Vieh jetzt folgen? Was? 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 Wo? Was? Was denn? Da ist Lander. Ich habe recht mit meiner Vermutung. Steht er da? Ich muss hier diese Dinger anmachen, aber ja, ne? Erstmal die Dinger finden. Eine für sich eine coole Idee, muss ich sagen. Nur weiß ich nicht, was das eben. Was war das? Was war das? Der kann ja doch laufen. Fuck. Da ist noch einer, den muss ich anmachen. Slender, wäre nett, wenn du jetzt wegbleibst. Das ist Lauf, 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 lauf. Was ist jetzt eigentlich gerade eben passiert? Also, wir haben jetzt 5er angemacht. Ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Was? Njam, 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 njam. Da ist er auch noch. 6. Shit. Ah ne, doch, hier geht's runter. Geht's hier runter? Was, was, was? Wo, wo, wo? Keine Ahnung. Einfach hier runter. Wo denn? Jetzt ist gerade hier irgendwas. Na? No. Ausfahrt. Fick dich. Ja, Hilfe. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Wer weiß wie lange. Wenn der jedes Mal vor uns switcht. Das gibt's doch nicht. Da ist es schon wieder. Was, 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 was? Was bist du? Hey, ich will dir helfen. Fuck, fuck. So, ich sollte gerade, bevor mich das hier angegriffen hat, ich sollte gerade meine Taschenlampe irgendwie fokussieren.
Ich hab null Ahnung, wie ich das. Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Willst du von mir? Ich verstehe das nicht. Was zum Teufel ist das? Und es rennt hier irgendwo rum. Ich glaube, rechts war es ein Länder. Ich brauche noch ein paar von diesen blöden. Ich weiß noch nicht, wie viele, ne? Hier geht's nicht lang, oder? Doch, hier bin ich reingekommen. Und jetzt komme ich nicht mehr raus. Doch, ich. Hä? Toll, schöne Verarsche. Nein. Was, wo denn? Hallo? Irgendwas? Ich komme hier nicht raus und ich, irgendwas stimmt hier nicht. Die Tür geht nicht auf, die Tür geht nicht auf. Doch, ich komme hier raus. Wo bin ich? Ich sehe gar nichts. Da. Da kann ich abhauen, da kann ich abhauen. Keine Ahnung, was hier los ist. Oh, ich bin wieder draußen. Also es ist schon der richtige Weg, aber irgendwas ist ja trotzdem nicht so, wie es sein soll. Verfolgt er mich immer noch? Draußen ist immer noch Tag. Wäre geil, wenn er jetzt auch am Tag hier draußen rumhängen würde. Langsam tun mir auch die Finger weh. Wo ist er? Ich glaube, hier verfolgt er uns nicht. Ich habe hier draußen nämlich noch nicht alles mehr angeguckt. Ich muss da noch mal. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ganz ehrlich. Ich muss, glaube ich, die Generatoren anschmeißen. So. Mehr weiß ich aber jetzt auch nicht. Na, das ist hier jetzt auch hier draußen, oder was? So, die Tür ist zu. Verstehe den Sinn nicht. Ich habe alle 8 Blätter gefunden. Das sollte doch eigentlich das Ziel sein. Mal so nebenbei habe ich die ganzen, die 8 Blätter innerhalb von einem Part gefunden. Das hätte ich, also meinen ersten Part, das hätte ich echt nicht gedacht. Das Land hat mich nicht einmal erwischt. Anders als beim ersten Teil. So, die Musik ist immer noch bedrohlich. Da ist der Sendeturm. Schön. Wir hören komische Geräusche. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ernsthaft, so eine kleine Anweisung. Na gut, vielleicht stand es auf irgendeinem Zettel drauf und den habe ich zu schnell weggeklickt. Ist natürlich auch möglich. Ich weiß, dass ihr euch jetzt in den Kommentaren überstürzen werdet. Das ist nämlich genau das. Dass genau das passiert ist. Dass es auf irgendeinem der Zettel stand. Aber ich weiß auch nicht, wie ich die Zettel nochmal auswählen kann. Ich habe jetzt auch nicht Lust, so ewig lange zu lesen. Und dann ist es auch noch in Englisch. Also ich lese nicht mal so viel Deutsch, wenn dieses Spiel vorkommt. Obwohl ich sehr, sehr gerne Rollenspiele spiele. Aber in so Horrorspielen weiß ich nicht. Da lese ich das irgendwie nie. Und wenn es da noch in Englisch ist und ich da jetzt hier noch ewig übersetzen muss. Ja, hier draußen gibt es nichts. Das heißt, wir müssen da drin irgendwie vorwärts kommen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da
Ich vermute, ich muss die ganzen Generatoren anschmeißen und ich weiß allerdings nicht, wie viele das sind. Das ist so mein großes Problem. Also, Slenderman verfolgt uns hier draußen nicht. Der hat eine Sonnenallergie und dachte sich, naja gut, komm, da lassen wir das. Aber wir müssen ja wieder hier rein. Sehr, sehr übel. Böses Spiel. Dann machen wir das Ganze mal. Oh, der Fahrstuhl funktioniert. Der Fahrstuhl funktioniert. Ich glaube, das war auch das Ziel. Es hat nämlich gerade Klick gemacht, wo ich wieder auf den Fahrstuhl zugelaufen bin. Das ist doch wahrscheinlich. Wahrscheinlich diese Generatoren betätigen muss, um den Fahrstuhl in Gang zu bringen. Wo bin ich denn jetzt? Und da ist der nächste Ladebildschirm. Ach, Leute. So.